Bayern, das gilt immer dann als Anklage, wenn sie ein Spiel verloren haben. Und da sie jetzt ein Spiel verloren hatte, aber das letzte haben sie gewonnen, und zwar gegen Leipzig. Dann, und wenn sie dann mehr als ein Spiel verlieren innerhalb von 3 Tagen, dann geht Welt unter. Das ist dann so, und medial wird es dann extrem begleitet. Wir tun alles, wie immer, in jedem Spiel und auch gegen die Bayern. Wir werden alles tun, dass wir es ihnen so schwer wie möglich machen, dass wir Momente für uns finden. Das geht natürlich nur über eine außergewöhnlich gute Leistung, aber wir haben auch in letzter Zeit trotz all unserer Probleme auch richtig gute Leistungen gezeigt. Deshalb sage ich doch, wenn du ein Bundesligaspiel gewinnst und andere verlieren, ein Bundesligaspiel zeitnah, am besten dieses Wochenende, wobei nicht so einfach, dann hast du doch wieder ein paar Tage lang, eine Woche lang eine völlig neue Konstellation. Nur soll ich jetzt vor Orakel, jetzt gewinnen wir gegen Bayern, dann verlieren andere und dann spielen wir um den Europapokal. Ich meine, dann muss ich sagen, hätte noch alle auf der Latte, die haben seit den letzten 5 Spielen 1 Punkt geholt in der Bundesliga. Ja, und da mache ich es fest mit dem Bundesligaspiel gewinnen. Dass der Christian wieder in den Europapokal will oder die Jungs gerne im Europapokal spielen würde und vor ein paar Wochen mir auch 28 Punkte hatte, ja, das erwarte ich von ihnen. Aber jetzt gegen Bayern, die Jungs sind hoch motiviert, wir haben nichts zu verlieren. Und wir gehen davon aus, Bayern wird stark sein, aber dann müssen wir halt ganz stark sein aus unserer Sicht, um ihnen eine Parole zu bieten. Und ich traue das den Jungs zu.